gewählt worden, der Furgler. Ja, am 8. Dezember 1971. Und meine Stimme hat er seinerzeit. Herrgott, wie die Zeit vergeht. Das sind doch jetzt auch schon gern und gut wieder 41 Jahre. Was haben wir heute? Dienstag. Das Jahr 2012. Ja, glaub, ja. Da haben wir ja schon einiges an Erfahrung auf dem Buckel. He? Ja. Da könnten eben die Jungen nicht mithalten. Ist die Weisheit des Alters. Schau mal, jetzt redet Gietze Tanner immer noch zu dem. Welches Geschäft ist gerade? Du, das ist, glaube ich, nicht der Gietze Tanner. Das ist doch Susanne Lüthenegger Oberholzer. Ganz rassig, die Lüthenegger. Sag mal, ist die eigentlich in unserer Fraktion? Nicht, dass ich wüsste. Wir sind doch. Sind wir nicht in der katholisch-konservativen, also CVP, wie es jetzt heisst, oder? Bist du sicher? Ja, haben wir sicher nicht in der Dings, in der BGB. Ich tu mal schnell nachschauen. Sie schreiben sie einmal da in den Dings. Du, oder sind wir bei den Sozis? Das kann doch nicht. Ah, ist schon wieder Abstimmung. Edi, abstimmen. Ja, ich weiss es. Los geht's. Wer? Nein, Gotthard Tunnel. Aha. Ist Zeit, dass man dort mal etwas macht. Nicht immer über die Tremolo-Passstrasse fahren. Das gibt man schon viel früher. Yes. Oh, ja, wieder vergessen. Die Abstimmung ist ja neuerdings elektrisch. Was? Wer wählen? Der! Danke. Fräulein, bringen Sie mir doch aus der Cafeteria noch einen Römer da. Edi, das ist doch Chantal Galadé. Aber einfach Gesichter von der neuen Welschen, wie man merkt. So, Schluss für heute. Kommst du auch als Senioren-Yoga vom Andi Gross? Nein, ich bleibe. Das ist mir zu unsicher. Komm, stehst von deinem Sessel auf, sitzt morgen prompt der Junge an deinem Platz. Wie? Ja, ich sag ihm's. Edi, du solltest morgen am Morgen um 5 Uhr dann noch den Bortoluzzi wecken.